Die hatte ich noch gar nicht, oder? Nee. Warum kümmert sich niemand darum? Was ist nur los mit der Stadt? Sei gegrüßt, dich scheint offensichtlich irgendetwas zu beschäftigen. Oh, hallo, das ist seltsam. Ihr seid die Ersten, die mir in dieser Stadt ein Ohr schenken. Tja, viele Menschen kümmern sich nicht gern um die Probleme anderer. Nicht, dass mich das kümmern würde. Wir haben einen verdammten Grabräuber in der Stadt. Könnt ihr das fassen? Wie widerlich kann jemand sein, der die Gräber der Toten schändet und ihre Leichen mitnimmt? Ein Grabräuber? Ich hätte erwartet, dass in diesen Zeiten Dutzende davon herumlaufen. Vielleicht hast du recht, aber es geht hier um das Grab meiner Eltern. Ah. Seht ihr das Grab dort vorne? Dort waren meine Mutter und mein Vater begraben und nun sind ihre Leichen verschwunden. Wer macht so etwas Barbarisches? Ich sehe dort auch einige Fußspuren. Bist du denen nicht gefolgt? Doch natürlich, sie führen in die Wüste nördlich der Stadt. Doch irgendwann verliert sich die Spur. Der Grabräuber ist entkommen, elendes Schwein. Für mich sieht das aus, als wären da mehrere Grabräuber am Werk gewesen. Dort sind mehr Fußspuren, als nur von einer Person stammen könnten. Vielleicht ist er auch mehrmals wiedergekommen, um beide Leichen fortzuschaffen. Das wäre möglich, aber du schaffst das schon, um die Grabräuber zu kümmern. Nein, bitte, ihr müsst mir helfen. Ich konnte die Fußspur nicht weit genug verfolgen und traue mich nicht so weit allein in die Wüste heraus. Und niemand anderes interessiert sich für mein Problem. Ein paar gestohlene Leichen interessieren mich nicht wirklich. Das klingt nicht nach einer lohnenswerten Aufgabe für uns. Lohnenswert? Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Der oder die Grabräuber müssen zur Rechenschaft gezogen werden und meine Eltern wieder in ihr Grab gelegt werden. Was kannst du uns bieten, damit wir dir helfen? Eine Belohnung? Aber ihr werdet meine Helden. Du verschwindest gerade meine Zeit. Vergüte uns unseren Aufwand, dann schauen wir, ob wir dir helfen können. Oder verschwinde aus meinem Sichtfeld. Du musst wirklich immer eine Belohnung fordern, was? Kannst du nicht ein einziges Mal etwas Gutes tun, ohne bezahlt zu werden? Nein, das wäre ja zu viel verlangt. Nein, wir haben unzählige wichtige Probleme zu lösen. Da verschwende ich meine Zeit nicht mit Dingen, die uns am Ende nicht weiterhelfen. Ich verstehe. Na schön, wie wäre es mit einem Erbstück meiner Eltern? Sie hätten gewollt, dass ich es eintausche, damit sie ihre endgültige Ruhe im Grab hinter ihrem Haus erhalten. Um was für ein Erbstück handelt es sich? Ein alter Säbel. Er hing schon seit Jahren im Haus an der Wand. Ich gebe ihn euch, wenn ihr die Leichen meiner Eltern zurückholt und die Grabräuber, nun ja, ihr wisst schon. Ein alter Säbel? Naja, ob der wirklich nützlich ist. Wir werden sehen, ob wir uns hierum kümmern. Falls ja, sind wir bald zurück. Das ist besser als nichts, nehme ich mal an. Bitte kümmert euch um die Leichen meiner Eltern. Ich ertrage den Gedanken nicht, dass sie irgendwo verstümmelt und zerstückelt werden. Da schauen wir uns da mal an. Was ist das für eine... Okay, das müssen wir uns auch erst später anschauen. Okay, da waren wir aber auch noch nicht drin. Hallo Fremde, ihr seid hier im örtlichen Gefängnis. Wollt ihr ein Verbrechen melden? Gefängnis? Wen habt ihr denn hier gerade eingesperrt? Also aktuell nur einen einzelnen Verrückten, der dem psychischen Druck einer permanenten Bedrohung durch die Vampire nicht standhalten konnte. Komischer Typ, der einem vielleicht auch fast leid tun kann. Was hat er denn gemacht? Er hat sich eine Kapuze mit Katzenohren genäht, ist dann in der Stadt rumgelaufen und hat geschrien, Vampire fressen keine Katzen, Vampire fressen keine Katzen. Nun, Unrecht hat er damit nicht. Wir haben ihn jetzt erst einmal hier sicherheitshalber eingesperrt, bis er wieder einigermaßen zur Vernunft kommt. Sonst gibt es aktuell keine weiteren Verbrechen in der Stadt? Nun, ich sage mal, richtige Verbrechen werden inzwischen rigoros bestraft. Da ist ein Gefängnisaufenthalt noch die mildeste Bestrafung, aber seitdem halten sich die Leute auch stärker an die Regeln. Na schön, dann schauen wir uns noch ein wenig weiter um. Aber falls ihr Zeuge eines Verbrechens oder selbst Opfer einer kriminellen Handlung werdet, scheut euch nicht, um uns dies zu melden. Aber natürlich, es ist immer sinnvoller, Verbrecher durch offizielle Stellen jagen zu lassen. Uns würde wirklich nie einfallen, selbst Vergeltung zu üben. Das ist die richtige Einstellung. Begebt euch nicht unnötig in Gefahr und lasst die Verbrechen durch uns aufklären.
Das würde uns nie einfallen. Den will ich mir jetzt mal angucken. Den Verrückten. Oh. Und wer mögt ihr wohl sein? Nur ein paar Reisende, die sich in der Stadt umschauen. Ist das so? Sehr verdächtig. Ihr solltet wissen, dass ich hier für Ordnung sorge. Ist das nicht die Aufgabe des Heiligen Kreuzzugs? Nein, die Wachen des Heiligen Kreuzzugs kümmern sich darum, dass kein verdammter Vampir in dieser Stadt sein Unwesen treibt. Aber die Verbrechen, die Menschen untereinander begehen, werden in dieser Stadt von mir aufgeklärt. So wie das Verbrechen mit den geplünderten Gräbern? Da arbeite ich dran. Aber ich kann mich auch nicht aufteilen. Meine Priorität liegt momentan bei einem anderen Fall. Und der wäre? Aus ermittlungstaktischen Gründen kann ich nicht darüber sprechen. Hauptsache, du kannst den Fall von hier drinnen bearbeiten, was? Was? Das hat damit gar nichts zu tun. Ups, wie konnte ich nur auf diesen völlig absurden Gedanken kommen? Na schön, genug von diesem Gerede. Ihr entschuldigt mich, ich muss Verbrechen aufklären. Ihr da, ihr müsst euch sofort als Katzen verkleiden. Diese verdammten Vampire fressen keine Katzen. Da hat jemand ein dickes Problem. Die Vampire werden alle Menschen töten. Töten! Deswegen müssen wir zu Katzen werden. Katzen werden sie verschonen. Ich weiß ja nicht. Das Kinderbuch der Vampir und das Katzenmus kennt doch eigentlich jeder, oder? Also, falls es dieses Buch wirklich gibt, Aska, klingt es nicht gerade nach einem Kinderbuch? Ach, mit Literaturdilettanten kann man halt auch nicht diskutieren. Okay. Der Vampir und das Katzenmus. So. Jetzt bin ich auf der Seite. Ja, schön. Dann kann ich mich jetzt hier ja das glänzende Stück holen. Und das war Geld. Yay. Und hier ist noch ein kleines Mädchen. Oh, wollt ihr mit mir spielen? Die anderen Erwachsenen in dieser Stadt sind so langweilig. Auf gar keinen Fall, Göre. Hey, kein Grund, gleich unfreundlich zu werden. Papa sagt immer, Wunden entstehen durch Konflikte und Konflikte durch böse Worte. Wer ist denn dein Papa? Er ist der Arzt in dem Haus hinter mir. Und wie ich finde, ist er auch ein sehr weiser Mann. Ich bin stolz auf Papa und Papa ist stolz auf mich. Das glaube ich gerne. Mein Vater war ein verdammtes Schwein. Dann hast du es besser erwischt. Ist das so, Celine? Ich möchte nicht weiter darüber sprechen, kapiert? Naja, also falls ihr eure Wunden versorgen wollt, dann sprecht mit Papa. Er weiß, wie man eure Wunden am besten behandelt. Für ganz wenig Fehler. Gucken wir uns erstmal hier ein wenig um. Okay, gibt aber einige. Hallo. Wer sind denn Sie? Hallo, ich bin der örtliche Assistenzheiler und kümmere mich um die Kranken hier. Braucht ihr irgendetwas? Wie viele Kranke kommen denn hier pro Woche rein? Hier gibt es ja eine Menge Betten. Es können gar nicht genug sein. Kranke meine ich natürlich, nicht Betten. Nun, dieser Krieg führt zu einer Menge verletzter Menschen, vor allem Soldaten, aber manchmal auch normale Leute, die von einem Vampir oder einem anderen Monster angegriffen wurden. Es gibt Menschen, die einen Vampirangriff überlebt haben. Wie erbärmlich sind diese Vampire eigentlich? Erbärmlich? Naja, blutrünstig trifft es wohl eher. Nein, ich meinte eher, welcher Vampir ist so erbärmlich, dass er sein Opfer entkommen lässt? Nun, wollt ihr damit sagen, dass es kein Mensch schaffen sollte, einem Vampir zu entkommen? Nein, natürlich nicht. Hört nicht auf den Kerl. Der weiß nicht, was er redet. Ach, ich verstehe. Aber dagegen gibt es auch etwas. Wie wäre es mit einem starken Mittel, das die Gedanken schwächt? Noch ein Wort und ich habe Zuckungen in meinem Arm, die leider dazu führen, dass mein Säbel in deine Richtung stößt. Schon gut, Geliebter. Gehen wir lieber weiter. So, mit dem rede ich gleich. Hallo, Fremde. Seid ihr auch hier, um eure Wunden versorgen zu lassen? Eudoron ist wirklich ein hervorragender Arzt.
Was ist euch denn passiert? Ihr seht ziemlich mitgenommen aus. Nun, ich habe versucht, etwas aus einer Höhle zu stehlen. Wie es das Schicksal aber so will, war diese Höhle von einem Vampir bewohnt. Überraschend, dass du noch lebst. Der Kampf war wirklich schlimm und der elende Vampir war unglaublich schnell. Doch am Ende hatte ich wohl mehr Glück als Verstand. Ganz offenbar. Nun, ich bin jedenfalls hier, um mich von diesem Kampf zu erholen. Nun, dann solltest du die nächsten Tage dieses Gebäude nicht verlassen. Ja, denn der nächste todbringende Vampir könnte schon direkt um die Ecke auf dich warten. Ich fürchte, da ist etwas Wahres dran. Ich bleibe jedenfalls vorerst hier. Ah, hier seid ihr richtig. Was? Wieso? Ihr seht irgendwie alle etwas blass aus. Aber ihr habt bestimmt eine altrhenische Wüstengrippe eingefangen. Aber keine Sorge, dagegen kann ich euch etwas geben. Macht nur alle eure Oberarme frei und haltet etwa 10.000 Fieler bereit. Das sollte als Behandlungskosten für euch alle genügen. Langsam, Freundchen. Hier hat niemand irgendeine Krankheit. Ganz im Gegenteil. Wir dürften gesünder sein als du. Na schön, wenn ihr meint. Beschwert euch aber nicht, wenn ihr plötzlich ein Übermaß an Schwäche spürt und nur noch am Husten seid. Ich denke, das können wir problemlos verantworten. Na gut, braucht ihr sonst ein paar Heiltränke als Vorrat? Erstmal 10.000 Fieler, ja moin. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Geld aus der, aus dem Verlies holen. Ui. Hier gibt's ja viel Essen. Hallo, werte Reisende. Ich bereite gerade das nächste Mal vor. Wenn ihr teilnehmen wollt, dann meldet euch bei Eudoran und zahlt ein paar Fieler. Also Durst hätte ich schon, aber das hier scheint nicht ganz meinem Geschmack zu treffen. Wir tun alles, um die Kranken wieder genesen zu lassen. Wonach dürstet es euch denn? Danke, aber wir sind gut versorgt. Du vielleicht, Elaine, ich nicht. Müssen wir uns jetzt wirklich ums Essen streiten? Bitte, es gibt wirklich keinen Grund, schlechte Laune zu bekommen. Trotz dieser schwierigen Zeit haben wir dank des Heiligen Kreuzzugs hier in Alatrin noch genügend leckere Sachen, damit auch ihr wieder zu Kräften kommen könnt. Ja, danke. Kommt gerne wieder, wenn ihr doch noch Hunger bekommt. Okay. So, was haben wir hier? Der Umgang mit Dienern. Ah. Wie jeder weiß, hat ein gehobener Vampir von Welt eine Menge Diener unter seiner Kontrolle. Denn die Dienerschaft hilft einem gehobenen Vampir, sich auf die wirklich wichtigen Dinge seines untoten Daseins zu fokussieren. Doch was sollte man tun, wenn die eigenen Diener den Ansprüchen nicht gerecht werden und ihren Dienst unzureichend erfüllen? In diesem Fall empfehle ich mit äußerstem Nachdruck, die unzulänglichen Diener mittels Zerschneiden zu bestrafen. Den Fehler dürfen von einem gehobenen Vampir nicht verziehen werden. Lieber schafft man sich einen neuen Diener, als mit einem Diener zu leben, der einen Fehler begangen hat. Mhm. Alles klar, dann wissen wir doch. Oh, hier ist noch was. Alchemistenfeuer. Hui. Aber ja, der Arzt ist ganz billig. So, jetzt wollte ich mal gucken, wo ist nochmal Hadrin? Da, und wir sind da. Okay. Dann flattern wir da mal hin. Nach Hadrin und mal zu gucken, wie es um die Bilder bestellt ist. Jetzt wüsste ich nur noch mal gerne, wo diese Dame war mit den ganzen Büchern. Das weiß ich nämlich aktuell gerade nicht mehr. Also hier war es, glaube ich, nicht. Nee. Hier war es nicht.
Das war der Turm. Ach, hier war. Hier ist Sch Waffenschmied. Hier ist die Schenke. Da also auch nicht. Nope. Oh, hier ist noch was. Hui. Nee, hier geht's nicht weiter. War es dann gleich das erste Haus? Aber es war ja Haar drin. Nee. Nee, 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 nee. Wo war denn das? Haar drin. Ja. Wir sind in Haar drin. Wo war denn das jetzt nochmal? Uff. Ach ja, warte mal. Hier geht es ja auch noch weiter. Oder? Nee, hier war ich. Da war ich schon. Aber wo war das? Hier haben sie sich ja alle so, ne? Abgedunkelt. Nee. Wo war denn die nochmal? Oder war das ein Stockwerk höher? Das kann auch sein. Nee, hier nicht. Oder doch? Ich guck mal. Gut Glück.